Herzlich willkommen zurück zu Let's Play Bioshock Infinite. Wir sind angekommen bei der Bank of the Prophet. Also bei der Bank des Propheten von dieser Stadt. Und wollen mal schauen. Was hat sie jetzt wieder? Ist doch alles in Ordnung. Und ihre Mutter ist auch irgendwo hier am Rumgeistern. Hab sie gerade ein paar Mal gesehen. Vorbeihuschen. Da, ein Scharfschütze! Oh, nicht gut. Hier, Munition! Ja, damit. Hier, bitte! Hier, gut aufheben. Geld, 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 jede Menge Geld, sehr gut. Werde ich dann wohl gleich mal in Fähigkeiten reinsetzen. Finde den nächsten Riss. Ja, der muss hier irgendwo sein. Da hinten tickert immer noch dieses komische Krähenviech rum. Okay, jetzt ist er hinter mir. Ist geil. Der will mich wohl ärgern. Kommt sogar ein bisschen Gruselatmosphäre auf. Auf einmal über, ich spiele das ja über Kopfhörer. Dann auf einmal hinter mir dann, also Surround-Kopfhörer, dann von hinten auf einmal so die Geräusche kommen und ich mich umdrehe. Dann hüpft der da lang. Das ist schon ganz nett gemacht. Ui, was haben wir denn hier? Das Fallenlassen einer Waffe erzeugt ein paar Sekunden lang einen geisterhaften Verbündeten. Ja, das ist Rotz. Das brauchen wir nicht. Da haben wir noch ein paar Lockpicks. 28. Hervorragend. Sind gut ausgerüstet. Können wir auch alle Tresore gerne öffnen dann. Zack, wow, das war aber ein mächtiger Sprung, Kleiner. Nicht schlecht. So. Öffne mal den Riss. Und wenn ich diese Sabotage begehe? Alle Ihre Patente? Alle, Mr. Fink. Aber warum will der Prophet, dass die zwei... Auf den gleichen Grund, wieso Lady Comstock starb. Das Kind. Und warum soll ausgerechnet ich es tun? Nur Sie können es wie einen Unfall aussehen lassen. Ich glaube, das ist nicht die wahre Lady Comstock. Ich glaube, sie ist ein Gemisch aus ihrem Wesen und meinen Gefühlen ihr gegenüber. Was meinst du? Ich bin so wütend auf sie und meinen Vater. Ich denke, sie ist sie, aber zum Teil auch ich. Du bist eine tickende Zeitbombe. Ich kapiere das selbst gar nicht so richtig. Erzengel sagt mir, Columbia überlebt nur so lange, wie jemand von meinem Blut auf dem Thron sitzt. Aber Lady Comstock wird nicht schwanger. Ich habe getan, was ein Mann tun kann, aber es kommt kein Kind. Ich habe Lutesse der Sache befragt, aber selbst sie verweigert mir ihre Hilfe. Bevor wir da weitergehen, werden wir erstmal hier alles abchecken, ob wir nicht irgendwo noch was finden. Sieht aber gut aus.
Kriegst du das auf? Okay. Bitteschön. Dankeschön. Bisschen Geld wieder mal. Brauchen wir Geld? Immer. Hier. Wieder beim Haupteingang. Muss ich gerade mal gucken. Hier gab es nämlich noch einen Weg, den ich eben nicht gegangen bin. Ah, komme ich nur hier oben raus? Dann machen wir uns mal auf. Wieder in die Stadt. Jetzt müssen wir den Fotoladen war das, glaube ich, gewesen. Aufsuchen. Mal schauen, wo wir den finden. Ah, hier lang. Sechsundzwanzig Lockpicks. Fotostudio. Da müssen wir hin. Da sind wir jetzt gerade. Irgendwo westlich. Salze, sehr gut. Da war ich eben schon dran, ne? Hat sich aber nichts geändert. Oh, da stand auch bei dem anderen, wo wir das Geheimversteck der Vox Populi hatten.
du das öffnen? Kein Problem. Fertig. Back in 5 minutes. Alright. Dann plündern wir mal alles, bevor die 5 Minuten rum sind. Mal ein klein bisschen Mucke an. Yeah, die Trüche. So, Ruhe. Wir gucken uns jetzt diesen Riss an. Halt, da hinten ist noch was. Geldbörse. Hier, für die Kasse. Ja, damit. Sie sind doch tot. Ich habe die Leichenfotos gemacht. Ja, und sie waren kompletter Pfusch. Man erwartet nicht, dass ein Foto der eigenen Leiche so vollkommen leblos wirkt. So, zurück zum Haus. Schauen wir mal, ob wir irgendwelche Verbesserungen brauchen. Aber ich glaube, wir haben beide Waffen, die ich bei mir habe, komplett abgegradet. Also brauchen wir ein paar neue Fähigkeiten. Ladung, Hilfe, Mattenangriff, Kurzzeitenartig und verwundbar. Erhöht die Schilddauer, drücken und verringert die Salzkosten. Das könnte für den Endkampf nicht schlecht sein. Absenderhilfe verleiht die Fähigkeit, auf dich gerettete Munition zu absorbieren und einzusammeln. Komm, das graden wir komplett ab, genau wie die Feuer, falls wir die neu kriegen. Nennen Sie eine Knarre? Das ist keine Knarre. Wer ist da? Schweine müssen sterben! Ach so. Deckung aufbauen. Autsch. Nicht gut. Nicht gut. Ich habe keine Deckung. So, die mache ich jetzt gleich kalt. Erstmal hier einen kleinen Break. Bis zum nächsten Mal. Euer Chojin.